Hallo zusammen, ich bin der Stefan, Netzelektriker im EWZ. Heute geht es um die Freileitung. Wir haben jetzt soweit die Arbeiten vorbereitet. Wir haben ausgeschaltet, geerdet und kurz geschlossen. Jetzt können wir raufgehen. Jetzt haben wir gerade unser Sicherheitsgestell angelegt. Nachher geht es in die Steigeisen hinein und dann geht es auf am Masten. Wenn man keine Höhenangst hat, ist die Freileitung etwas vom Schönsten. Man hat einen schönen Ausblick, es ist körperliche Arbeit und es macht auch nur Spass. Wir haben hier oben eine Klemme gewechselt, die schon etwas älter war. Damit sie wieder sauberer Kontakt ist, haben wir die gewechselt und das Kupferdrahtseil ist geschliffen für einen sauberen, schönen Kontakt. Das ist eine Arbeit, die Freileitung, die immer weniger wird. Aber das Schöne ist, dass wir hier im EWZ immer noch die Freileitungsarbeiten haben. Die Arbeiten als Netzelektriker gehören zu Muffern, Anschlüssen wie Mittelspannung und Niederspannung, Unterhalt von Trafostationen, Verteilkabinen, wie auch die öffentliche Beleuchtung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick gesehen in die Arbeit des Netzelektrikers auf der Freileitung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao zusammen.